Let's go race, the channel for virtual motorsport. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Zuerst noch eine Info an meine englischsprachigen Zuschauer. This video is also available with English commentary. The link to the English video is in the video description. In diesem Video geht es um das VBG SimLab Elemento Lenkrad. Das Lenkrad ist, wie man sehen kann, im Style von Formel-Autos aufgebaut. Das Lenkrad, welches ihr hier seht, ist aktuell noch ein Prototyp. Zur finalen Version werden somit noch einige Bereiche an dem Lenkrad geändert. Dies werden wir alles in diesem Video zeigen und erläutern. Außerdem werden wir auf die einzelnen verbauten und im Paket enthaltenen Komponenten eingehen. Ich spreche über die Materialien, die Qualität und werde erläutern, wie sich das Lenkrad im Gesamten anfühlt. Danach werde ich ein Fazit zum Lenkrad machen. Und am Ende des Videos werde ich eine Testfahrt mit dem Lenkrad an meinem Simulator in Form meiner Triple Screen Onboard Videos machen. Starten wir mit den technischen Daten und den Materialien des Lenkrades. Das Lenkrad hat eine Breite von 300 mm und eine Höhe von 148 mm. Das Lenkrad wiegt etwa 1150 Gramm. Der Grundkörper des Lenkrades ist aus Aluminium und hat eine mattschwarze Oberfläche. Auf der Rückseite des Lenkrades wird außerdem noch die Produktionsnummer mit einem Laser eingraviert. Hier habt ihr auch die Möglichkeit, euren Namen und eure Startnummer auf das Lenkrad lasern zu lassen. Die Frontplatte an der Vorderseite ist eine 4 mm dicke Carbonplatte mit einer matten Oberfläche. Die Buttonguards bzw. Abdeckungen auf der Vorderseite sind ebenfalls aus Aluminium. Die Buttonguards können auch individuell gestaltet werden. Hier stehen Ihnen auf Anfrage vier verschiedene Farben zur Verfügung: Schwarz, Gold, Blau und Rot. Sie haben wie auch der Grundkörper eine matte Oberfläche. Nun geht es weiter mit den Griffen. Die Griffe sind in der aktuellen Prototyp-Version mit Alcantara überzogen. Dies wird sich aber in der finalen Version, welche man kaufen kann, ändern. In der finalen Version werden diese durch spritzgegossene Gummigriffe ersetzt, wie sie auch bei vielen anderen Herstellern verwendet werden. Diese bieten dann noch mehr Halt an den Griffen. Außerdem kann man auch ohne Handschuh fahren, ohne sich die Griffe zu ruinieren. Molded Grips, wie sie auch im Englischen genannt werden, haben nicht nur viele Vorteile, sondern sehen auch wie ich. Die Form der Griffe ist sehr gut und sie schmiegen sich sehr gut an die Hände. Somit hat man sehr viel Halt an den Griffen. Jetzt geht es weiter mit den Buttons. Auf dem Lenkrad sind 9 Push-Buttons angebracht. Die Buttons haben einen guten Widerstand und machen ein schönes Klickgeräusch. Der Druckweg der Buttons ist sehr kurz und wir haben auch nur einen Widerstandspunkt. In Kombination mit dem straffen Widerstand bekommen wir somit eine sehr gute Rückmeldung von den Buttons und spüren sehr gut, ob wir den Button richtig gedrückt haben. Auf der linken oberen Seite ist ein 4-Wege Funky Switch mit einer Push-Button-Funktion. Diesen können wir nach links, rechts, oben und unten drücken. Außerdem können wir ihn auch noch zusätzlich als Push-Button verwenden.
Somit hat man dort 5 verschiedene Funktionen auf einem Button. Die Push-Funktion ist sehr gut und straff. Sogar noch etwas besser als die Push-Funktion der Push-Buttons. Und auch wenn wir nach links, rechts, oben und unten drücken, haben wir einen guten Widerstand. Wir haben ein hörbares und spürbares Klick, wenn wir in die jeweilige Richtung drücken. Der Funky Switch wird sich bis zur finalen Version äußerlich etwas ändern. In der finalen Version wird der Funky Switch, welcher aus Aluminium ist, matt schwarz sein. Machen wir weiter mit den 3 Drehschaltern in der Mitte des Lenkrades und den 4 Drehschaltern an der Außenseite des Lenkrades. Die 3 Drehschalter in der Mitte des Lenkrades haben 24 Positionen. Der Drehschalter rastet in jeder der 24 Positionen ein und jede der 24 Positionen gibt ein Signal an den PC weiter. Die Drehschalter an der Außenseite des Lenkrades haben 12 Positionen. Die Drehschalter an der Außenseite rasten somit in 12 Positionen ein und geben bei einer vollständigen Umdrehung 12 Signale an den PC weiter. Alle Drehschalter sind in beide Richtungen unendlich drehbar. Die Drehschalter geben 2 Signale an den PC weiter. Ein Signal, wenn man im Uhrzeigersinn dreht und ein Signal, wenn man gegen den Uhrzeigersinn dreht. Der Widerstand der Drehschalter an der Seite des Lenkrades ist okay, könnte aber für mein Empfinden etwas stärker sein. Die Drehschalter an der Vorderseite sind etwas straffer, aber auch diese könnten etwas stärker sein und eindeutiger in die Einrastpunkte einrasten. Da man oft Einstellungen am Lenkrad tätigen muss und gleichzeitig starke Force-Feedback-Effekte am Lenkrad hat und dabei auch noch Motorsporthandschuhe trägt, könnten die Drehschalter etwas straffer und die Einrastpunkte des Drehschalters für mein Empfinden etwas eindeutiger sein. Sodass Sie beim Fahren die Einrastpunkte auch mit Motorsporthandschuhen noch deutlicher spüren. Man merkt es, wenn man eine Position weitergedreht hat, aber es könnte für mein Empfinden deutlicher sein. Wenn man ohne Handschuhe oder mit dünnen Simracing-Handschuhen fährt, sind die Einrastpunkte deutlich zu spüren. Nur wenn man mit standardmäßig etwas dickeren Motorsporthandschuhen fährt, so wie sie auch im realen Motorsport verwendet werden, dann könnten die Drehschalter etwas straffer und die Einrastpunkte etwas eindeutiger sein. Man spürt die Einrastpunkte beim Fahren auch mit Motorsporthandschuhen, nur nicht ganz so gut, wie wenn man ohne Handschuhe oder mit dünnen Simracing-Handschuhen fährt. Die Drehknöpfe sind aus Aluminium. Diese sind in verschiedenen matten Farben erhältlich. Die 3 Drehknöpfe an der Vorderseite in matt schwarz und gold und die Drehschalter an der Seite
in Schwarz, Blau und Gold. Bei den Drehschaltern an der Außenseite könnt ihr euch auf Anfrage auch noch eine Skala aufkleben lassen. Ein Punkt, welcher mich beim Fahren etwas gestört hat, ist der geringe Platz zwischen den Griffen und den Drehschaltern an der Außenseite. Manchmal ist man wegen dem geringen Platz an den Drehschalter gekommen und dieser hat sich daraufhin verstellt. Dies wurde deshalb zur finalen Version geändert. In der finalen Version, welche man kaufen kann, werden Drehschalter mit einem kürzeren Schaft verbaut, sodass man deutlich mehr Platz für die Finger hat. Somit ist dieses Problem in der finalen Version gelöst worden. Nun noch zu den Aufklebern, welche auf dem Lenkrad aufgeklebt sind. Diese können in 4 verschiedenen Farbvarianten bestellt werden. Jetzt kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte an der Vorderseite des Lenkrades. Das Dashboard und die LEDs. An dem Lenkrad ist ein 4,3 Zoll großes Dashboard und 18 RGB-LEDs verbaut. Das von Nexteon betriebene Dashboard und auch die LEDs werden mit der Software SimHub betrieben. Dabei müsst ihr auch die in SimHub verfügbare Nexteon-Funktion nutzen. Wie ihr alles einstellt, damit ihr das Lenkrad mit SimHub nutzen könnt, wird euch natürlich beim Kauf des Lenkrades erklärt. Auch wenn ihr Probleme beim Einstellen des Lenkrades habt, bekommt ihr sehr viel Unterstützung vom VBG, damit ihr euer Lenkrad so schnell wie möglich nutzen könnt. Wenn alles richtig eingestellt ist, sollte es bei euch so aussehen. Euer Dashboard und die LEDs konfiguriert ihr in dem Bereich Nexteon Display in SimHub. Hier könnt ihr verschiedene Dashboard- und LED-Konfigurationen erstellen. Nexteon 1 ist bei mir das VBG Elementor Lenkrad. Unter Template wählt ihr aus, welches Dashboard ihr nutzen möchtet. Hier müsst ihr allerdings beachten, dass ihr, bevor ihr ein anderes Dashboard nutzen könnt, zuerst das passende Layout auf das Lenkrad installieren müsst. Dies ist bei jedem Wechsel der Dashboards nötig. Dashboards, welche ihr installieren könnt, sind Dash-Layouts, welche extra für Nexteon-Displays erstellt wurden. Neben dem vorinstallierten Elementor-Layout sind einige weitere Nexteon-Dash-Layouts aus Seiten wie Race Department kostenlos herunterladbar. Diese müsst ihr dann folgendermaßen installieren. Bei kompatiblen Nexteon Dash Layouts müsst ihr zuerst einen Doppelklick auf die darin enthaltene Nexteon Uploader-Datei machen. Wichtig ist dabei, SimHub muss während dieses Vorgangs geschlossen sein. Wenn keine Nexteon Uploader-Datei bei dem Dash Layout dabei ist, könnt ihr diese mit dem Nexteon Editor erstellen. Die richtige Nexteon Editor-Version ist automatisch zusammen mit SimHub vorinstalliert. Wie ihr eine Nexteon Uploader-Datei erstellt und was ihr dazu benötigt, erkläre ich euch in der Videobeschreibung. Nun weiter mit dem Installieren des Layouts auf das Lenkrad. Nach dem Doppelklick auf die Upload-Datei öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier gebt ihr dann den richtigen Port an, an dem das Lenkrad angeschlossen ist, und klickt auf Upload. Dann wird das Layout auf das Lenkrad installiert. Dies dauert etwa 3 Minuten. Nach dem Download sollte das Lenkrad noch für etwa 30 Sekunden vom USB getrennt werden und wieder neu angeschlossen werden. Nachdem das Layout auf das Lenkrad installiert wurde, könnt ihr auch das entsprechende Template in SimHub nutzen. Unter Mapping könnt ihr Veränderungen am Layout vornehmen.
Unter Edit LED Layout könnt ihr eure 18 LEDs konfigurieren. Außerdem könnt ihr hier angeben, wie viele LEDs an dem Gerät angebracht sind. Hier im Konfigurator könnt ihr alles einstellen, was ihr gerne von den LEDs angezeigt bekommen wollt. Ihr könnt genau auswählen, welche LEDs für eine bestimmte Funktion genutzt werden sollen, welche Farbe die LEDs haben sollen und könnt auch auswählen, ob es ein dauerhaftes Licht oder ein blinkendes Licht sein soll. Darüber hinaus könnt ihr aber noch viele weitere Einstellungen vornehmen. Im Bereich OpenTest Data Editor könnt ihr dann eure Einstellungen testen. Hier könnt ihr auch noch einstellen, wie hell eure LEDs leuchten sollen.
Es gibt zur finalen Version auch noch ein paar weitere Neuerungen. In der finalen Version wird ein verbessertes Dashboard verbaut. Außerdem bekommt das Lenkrad einen noch leistungsstärkeren Prozessor mit 120 MHz verbaut. In der aktuellen Prototyp-Version ist noch ein Prozessor mit 72 MHz verbaut. Somit sind wir auf der Vorderseite des Lenkrades fertig und wir machen auf der Rückseite weiter. Auf der Rückseite befindet sich der Hub, um euer Lenkrad mit einem Quick-Release-System zu verschrauben. Dieser Hub hat einen Lochreißdurchmesser von 70 mm und kann mit 6 Schrauben mit einem Quick-Release verschraubt werden. Der Hub ist in der aktuellen Version noch aus Aluminium. In der finalen Version wird ein Hub aus 4 mm dicken Carbonplatten und schwarz anodisierten Aluminiumspacern verbaut. An dem Lenkrad sind außerdem zwei Magnetic Shifter verbaut. Die Shifter sind aus Aluminium und sind mattschwarz anodisiert. Die Pedals sind aus 4 mm dicken Carbonplatten mit einer matten Oberfläche. Die Shifter haben einen sehr guten Widerstand und geben eine sehr gute Rückmeldung, sodass wir sehr gut spüren, ob wir den Shifter auch richtig betätigt haben. In der aktuellen Prototyp-Version haben die Shifter einen sehr langen Schaltweg im Vergleich zu Magnetic-Shiftern von anderen Herstellern. In der finalen Version werden diese durch Shifter mit einem kürzeren Schaltweg ersetzt, um ein noch schnelleres Schalten und ein noch besseres Schaltgefühl zu bieten. Jedoch finde ich, dass sich die Shifter selbst in dieser Prototyp-Version schon sehr gut anfühlen und ich sehr gut damit zurechtgekommen bin. Weiter geht es mit den beiden Kupplungen. Die beiden Kupplungen sind aus mattschwarz anodisiertem Aluminium und die beiden Pedals sind aus 4 mm dicken Carbonplatten mit einer matten Oberfläche. Die Kupplungen haben einen sehr guten und straffen Widerstand und lassen sich sehr gut bedienen. Das Einzige, was mir bei den Kupplungen nicht so gut gefallen hat, war der große Kupplungsweg. Dies wird sich aber in der finalen Version ändern. In der finalen Version werden die Kupplungen einen kürzeren Kupplungsweg haben. Außerdem wird man den Kupplungsweg über eine Verstellschraube verändern können. Der Kupplungsweg wird sich über diese silberne Verstellschraube, welche man auf dem Bild sehen kann, verstellen lassen. Zusätzlich wird es in der finalen Version einen Konfigurationsmodus geben, welcher direkt auf dem Lenkrad installiert ist. Hier benötigt man also keine externe Software, sondern man kann die Kupplungen direkt am Lenkrad verändern. In diesem Konfigurationsmodus wird man den Kupplungsweg oder auch den Schleifpunkt der Kupplung direkt am Lenkrad konfigurieren können, ohne dass man Einstellungen in einer externen Software oder in einer Simulation tätigen muss.
Nun kommen wir zum letzten Teil des Review-Videos, das Kabel und die Verbindungsmöglichkeiten. Das Kabel wird mit einem verschraubbaren Anschluss direkt an der Hinterseite des Lenkrades verbunden. Auf der anderen Seite des Kabels sehen wir aktuell noch zwei USB, um das Lenkrad mit dem PC zu verbinden. In der finalen Version werdet ihr das Lenkrad nur noch mit einem einzigen USB 2.0 verbinden müssen. Das Kabel der finalen Version des Lenkrades wird 80 cm lang sein. Durch die spiralförmige Form, welche das Kabel in einem gewissen Bereich hat, kann das Kabel bis zu 1,5 Meter Länge erreichen. Zu beachten ist, dass ein USB-Hub mit zusätzlicher Stromversorgung empfohlen wird, um euer Lenkrad im vollen Umfang nutzen zu können. Wenn ihr einen USB-Hub mit zusätzlicher Stromversorgung nutzt, könnt ihr die Helligkeit der 18 LEDs mit 100% Helligkeit nutzen. Ihr könnt das Lenkrad auch direkt an euren PC anschließen. Dabei könnt ihr eine USB-Verlängerung von bis zu 2 Metern nutzen. Dann müsst ihr allerdings die Helligkeit eurer LEDs deutlich reduzieren. Wie stark ihr diese reduzieren müsst, hängt von der Leistung eures USB-Ports ab. Ihr könnt auch eine aktive USB-Verlängerung nutzen. Dabei solltet ihr aber nicht länger als 5 Meter nutzen. Empfohlen werden sogar nur 4 Meter, da es sonst zu Aussetzern bei der Datenübertragung kommen kann. Bei einer solchen Konfiguration müsst ihr ebenfalls die Helligkeit der LEDs deutlich reduzieren. Die beste Möglichkeit ist also die Nutzung eines USB-Hubs mit zusätzlicher Stromversorgung. Hier könnt ihr das Lenkrad mit den LEDs im vollen Umfang nutzen und es kommt zu keinen Komplikationen. Das wäre soweit alles, was es zum Lenkrad zu sagen gibt. Kommen wir nun zum finalen Fazit und den Kosten des Lenkrades. Das Lenkrad wird in der finalen Version 950 Pfund kosten. Hinzu kommen noch die Versandkosten und die Mehrwertsteuer. Nun weiter mit dem finalen Fazit des Lenkrades. Das Lenkrad fühlt sich beim Fahren sehr gut an. Die Griffe haben sehr viel Grip und sind sehr gut geformt. Die Buttons und die seitlichen Drehschalter sind gut zu erreichen, ohne dass man die Hände vom Lenkrad nehmen muss. Die Buttons haben einen guten Widerstand und Druckpunkt. Einzig die Drehschalter könnten für mein Empfinden etwas straffer sein, sodass man die Einrastpunkte noch etwas deutlicher spüren kann. Besonders, wenn man mit Motorsporthandschuhen fährt. Mit den Shifter Pedals bin ich sehr zufrieden. Und in Kombination mit den Änderungen, welche bis zur finalen Version an den Kupplungen gemacht werden, werden die Kupplungen auch überzeugen und eine sehr gute Rückmeldung geben. Die Materialien, welche an dem Lenkrad verbaut sind, sind alle hochwertig und sind sehr schön verarbeitet. Zusätzlich hat man durch die verschiedenen Farben noch einige Möglichkeiten, sich das Lenkrad so zu bestellen, wie es einem gefällt. Das Dashboard und die LEDs sehen ebenfalls sehr gut aus. Das Dashboard hat eine sehr gute Auflösung und die Farben sind auch sehr schön. Bei dem Dashboard hat man sich bei dem Elementor-Lenkrad für ein Nexion-System entschieden. Es gibt schon einige Dashboard-Layouts für und von diversen Autos und Rennserien, welche man sich für Nexion-Dashboards herunterladen kann. Allerdings ist die Auswahl für fertige und herunterladbare Dashboards noch relativ gering. Hier ist man durch das Nexion-System an Nexion-Layouts für SimHub gebunden. In der Videobeschreibung habe ich einige Dashboards verlinkt, welche man nutzen kann. Außerdem habe ich in der Videobeschreibung alle Dateitypen aufgelistet, welche man für das Nexion Display benötigt. Der richtige Nexion Editor zum Erstellen von eigenen Dashboards und zum Konvertieren von gewissen Dateitypen ist übrigens schon mit der SimHub Software vorinstalliert.
wo ihr die nächsten Editor findet, habe ich euch in der Videobeschreibung aufgeschrieben. Was mir sehr gut gefällt, ist die Möglichkeit, die Kupplungen in einem in das Lenkrad integrierten Konfigurationsmodus zu konfigurieren. Dieser wird in der finalen Version, welche man kaufen kann, verfügbar sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn noch weitere Fragen sein sollten, könnt ihr diese in die Kommentare schreiben. Jetzt kommt noch das versprochene Triple Screen Onboard Video mit meinem Motion Simulator. Viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Mal.